Liebe Freundinnen und Freunde, vor genau 10 Jahren haben wir den Green New Deal beschlossen. Es war unsere Antwort auf die Finanzkrise kurz nach der Lehman-Pleite. Regulierung der Finanzmärkte, um die Finanzmärkte wieder in den Dienst realer wirtschaftlicher Entwicklung zu stellen. Stabilisierung und Neuausrichtung, ökologische Neuausrichtung der Wirtschaft durch massive Zukunftsinvestitionen und einen neuen sozialen Ausgleich, der Verteilungsgerechtigkeit mit Zugangsgerechtigkeit verbindet. Dieser Vorschlag bekam zwar viel positive Resonanz, aber die reale Politik in Europa sah leider anders aus. Und so haben wir die Finanzmärkte immer noch nicht im Griff. Und der ökologische Strukturwandel der Wirtschaft in Europa steht immer noch aus. Und die Wirtschaftskrise mit ihrer hohen Arbeitslosigkeit, mit Bankenrettungen und ungebremsten Steuertricks haben die soziale Schieflage noch verschärft. Und so kann man über Krise nicht nur in Vergangenheitsform reden, sondern eine der Fragen, die jetzt bei der Europawahl ansteht, ist eben, wie kann Europa diese Krise endgültig hinter sich lassen? Wie können wir Perspektiven für die nach wie vor zu vielen Arbeitslosen schaffen? Und wie können wir mit der europäischen Wirtschaft endlich ökologisch umsteuern? Da sind zum einen in der Auseinandersetzung die Vertreter des Status quo, die wichtige Reformen verweigern. Nicht nur CDU, CSU und FDP, auch Finanzminister Olaf Scholz sperrt sich gegen das Country-by-Country-Reporting, also gegen die Offenlegung, wo Gewinne und wo Steuerzahlungen anfallen. Dabei könnten wir so endlich die Steuertricks aufdecken und gezielt bekämpfen. Die Vertreter des Status quo sperren sich dagegen, die Einstimmigkeit bei Steuergesetzen zu überwinden. Aber wir können doch nicht zulassen, dass weiter Steueroasen sich dagegen sperren können, dass wir in Europa endlich eine vernünftige Steuerpolitik bekommen. Als Alternative zum Status quo präsentieren sich dann die Antieuropäer und Rechten. Ihre simple Antwort lautet: Wir müssen den Nationalstaat stärken. Sie träumen von einer Souveränität von gestern. Aber nie, nie wird es gelingen, die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern gegen Google und Amazon und Facebook durchzusetzen, wenn wir der Macht der großen Konzerne nicht die gemeinsame Kraft Europas entgegenstellen. Und deswegen sagen wir in unserem Programm ganz klar: Wer Europa schwächt, liefert Bürgerinnen und Bürger den Renditeinteressen von Big Business aus. Wir Grüne kämpfen für eine starke europäische Wettbewerbspolitik. Mehr als 12 Millionen Europäerinnen sind ohne Arbeit. Die Jugendarbeitslosigkeit ist immer noch viel zu hoch. Der Sparkurs als Reaktion auf die Krise hat das Leben einer ganzen Generation geprägt. Heute leistet die entscheidende Stabilisierung die Europäische Zentralbank, was neue Probleme schafft. Also die Blase an den Immobilienmärkten, die Blase an den Aktienmärkten mit viel zu hohen Bewertungen, sie schafft neue soziale Schieflagen. Und deswegen ist unsere zentrale Forderung in diesem Programm: Es braucht eine Investitionsoffensive für nachhaltige öffentliche und private Investitionen. Wir müssen investieren in europäische Gemeinschaftsgüter, damit die Wirtschaft in Europa nicht nur stabilisiert wird, sondern endlich den ökologischen und sozialen Strukturwandel schafft, der uns für die Zukunft fit macht. Dafür stehen wir Grünen. Und da reicht es jetzt nicht, wie die Kanzlerin, positiv von Europa zu reden, sondern bei den entscheidenden Stellen muss auch Deutschland Ja sagen. Das gilt zum Beispiel für die Vollendung der Bankenunion. Wenn wir da nicht entscheidende Schritte jetzt vorankommen, dann ist eben die Eurozone nicht krisenfest, wenn es mal wieder wackelt an den Finanzmärkten. Und dann ist die Gefahr, dass eine nächste Krise Europa noch weiter auch in politische Schwierigkeiten bringt. Deswegen streiten wir dafür, dass es mit der Bankenunion weitergeht, dass sich die Eurozone stabil aufstellt. Wir kämpfen für die Reformen, die die Bundesregierung bisher verweigert. Und wir setzen uns ein für eine europaweit funktionierende soziale Absicherung. Es darf nie wieder passieren, dass in einer Wirtschaftskrise Menschen so schutzlos bleiben, wie es in den letzten Jahren passiert ist.
Deswegen ist es höchste Zeit für eine soziale Grundsicherung in ganz Europa und für Mindestlöhne in allen europäischen Staaten. Dafür kämpfen wir Grüne bei der Europawahl. Und wenn ich mir angesichts der politischen Auseinandersetzung noch eine Bemerkung zur Wirtschaftskompetenz erlauben darf. Friedrich Merz gilt ja als einer, der einen ordnungspolitischen Kompass hat. Aber wer wie Friedrich Merz vor das Verfassungsgericht gezogen ist, um sicherzustellen, dass seine Nebeneinkünfte im Dunkeln bleiben können, der ist kein Ordnungspolitiker. Ein Ordnungspolitiker wäre für eine saubere Trennung von Politik und Wirtschaft, für Transparenz statt für Mauschelei. Und wenn ich am Schluss dieser Einbringungsrede noch eine persönliche Bemerkung machen darf, weil ich heute zum letzten Mal als Bundestagsabgeordneter spreche. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben, auch wenn ich jetzt mit der Bürgerbewegung Finanzwege neue Wege gehe. Sprecht mich gerne dazu an. Ihr findet mich bei Baden-Württemberg. Denn ein Gegengewicht zur Finanzlobby gibt es nur, wenn viele Menschen bereit sind, da mitzumachen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Bundesvorstand für die so gute Zusammenarbeit. Wo ist er eigentlich diesmal? Hier seid ihr. Genau, ich musste mich weiter umdrehen. Und ich möchte mich bei meiner innergrünen Heimat, der BAG Wirtschaft und Finanzen, ganz herzlich bedanken für ganz viele tolle gemeinsame Arbeit. Und auch bei euch für Unterstützung bei Abstimmungen, bei Parteiratswahlen, in Wahlkämpfen und vielen Veranstaltungen vor Ort. Und eins kann ich euch sagen, Europa ist so wichtig, da bin ich trotzdem auf jeden Fall dabei. Dankeschön. Ja, und trotzdem unterstützen mit euch sein. Muss ich mich immer umdrehen, weil ihr müsst euch mal darstellen, sonst muss ich immer mit dem Rücken zu den Delegierten reden. Das ist auch doof. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, Gerhard hat es gerade selber angesprochen. Er verlässt leider, das wage ich echt aus tiefstem Herzen, weil ich bin ja nicht nur Parteivorsitzende, sondern auch Bundestagsabgeordnete. Er verlässt leider unsere Fraktion, aber zum Glück nicht die Grünen. Deswegen sind wir nicht ganz so traurig, aber für uns als Bundestagsfraktion ist es ein Riesenverlust. Denn Gerhard, er ist der Vater nicht aller Probleme, sondern Gerhard Schick ist der Vater der Finanzmarktregulierung, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Europa, liebe Freundinnen und Freunde. Du hast die entscheidende Bedeutung von Finanzmärkten schon erkannt, bevor die Krise überhaupt da war. Du hast uns in der Bundestagsfraktion immer wieder erklärt, ganz geduldig, nee, Annalena, nicht Cum-Ex und Cum-Cum, sondern so richtig muss das rum sein, ganz geduldig immer wieder darauf hingewiesen, wie es zu heißen hat, aber auch, warum das so wahnsinnig wichtig ist. Weil die Frage von den Finanzmärkten eine entscheidende für Europa ist. Sie hat alles durcheinandergebracht weltweit und sie hat Europa in eine tiefe Krise gebracht. Und daher haben wir hier mit dir jemanden, der als Experte immer aktiv war, aber nicht nur in der Finanzmarktregulierung, sondern auch im Bereich Green New Deal. Auch in dem Bereich zusammen mit anderen, Reinhard Bütikofer zum Beispiel, aber vielen, vielen anderen mehr, hast du ein neues Feld für uns Grünen erschlossen, nämlich dass die Frage von Umweltschutz, von sozialer Gerechtigkeit und Investitionen in die Zukunft und die Gesellschaft zusammengehören. Und auch dafür herzlichen Dank, lieber Gerhard. Und du warst einer derjenigen,
Wir wissen das manchmal, wo die anderen dann immer doch auch ein bisschen zusammengezuckt sind. Bei dem müssen wir uns richtig vorbereiten. Bei den Debatten im Deutschen Bundestag oder auch, Gerhard und ich waren, weiß nicht, so gefühlt vor 3 Jahren bei der Bundesbank. Ja, ich habe mir extra einmalig in meinem Leben einen Hosenanzug angezogen, damit die mich da ernst nehmen. Und Gerhard ist da einfach so hingekommen, weil sie wussten schon, der sagt uns jetzt, wie wir Dinge machen sollen. Und dann haben wir mit denen darüber diskutiert, wie wir beim Thema Divestment, das dritte große Leidenschaftsfeld von Gerhard, vorankommen. Und die Bundesbank, die Akteure dort haben gesagt, ja stimmt, in dem Bereich könnten wir ja doch eigentlich weiter aktiv sein. Deswegen auch für diesen Bereich herzlichen Dank. Divestment ist durch dich und auch durch andere in unserer Partei groß geworden. Und Gerhard konnte aber auch zubeißen. Ist ja nicht so, dass nur durch gute neue Vorschläge in der Politik verändert wird. Nee, manchmal muss man auch sagen, jetzt reicht's aber, liebe Leute. Ja? Und das hat Gerhard gemacht in 2 Untersuchungsausschüssen. Beide wurden mit eingerichtet, vor allen Dingen aufgrund von Gerhards Agieren. Er hat Steinbrück und Schäuble dort das Fürchten gelernt. Und er hat dazu beigetragen, dass der ganze, ich sage es jetzt richtig, Cum-Ex-Skandal in Deutschland überhaupt aus der Versenkung hervorgehoben wurde. Das war der Erfolg von Gerhard Schick, liebe Freundinnen und Freunde. Und damit hast du was geschafft, was in der Opposition echt nicht leicht ist, als Oppositionspolitiker wirklich die Regierung zu zwingen, Dinge anders zu machen. Und dass sich jetzt manche Herren hinstellen und sagen, sie wollen bei der ganzen Aufklärung beitragen, auch da hat Gerhard vor 2 Tagen mit einem netten Tweet noch mal darauf hingewiesen. Nein, ehrliche Aufklärung bedeutet nicht, man klärt auf, wenn die Staatsanwaltschaft schon im Haus steht. Ehrliche und reumütige Aufklärung beginnt, bevor die Staatsanwaltschaft bei einem zu Hause ist. Und auch dafür herzlichen Dank, lieber Gerhard, für deine deutlichen Worte, auch nachdem du schon sagst, du wirst den Bundestag verlassen. Und das zeigt auch, du hast es selber angesprochen, ja, nach 13 Jahren Bundestag wirst du dort nicht mehr finanzmarktpolitischer Sprecher sein, aber du wirst weiter in diesem Feld aktiv sein. Wir haben ja auch gesagt, in die Breite der Gesellschaft gehen. Das macht Gerhard. Er gründet gleich eine ganz neue NGO, mit der wir dann hoffentlich gut zusammenarbeiten, um dort zu wirken, um dort Sparer, Steuerzahler, Versicherte vor den manchmal ja undurchsichtigen Machenschaften mancher Banken und Makler zu beraten und vor allen Dingen um die Zukunft unseres Landes, um die Zukunft Europas steuer- und finanzpolitischer gerechter zu machen. Dafür wünschen wir dir alles, alles Gute, sagen herzlichen Dank und zählen darauf, dass bei der BAG-Sitzung im Dezember du dann auch auf jeden Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank, Gerhard, für alles. Vielen, vielen Dank. Genau, das verdient wirklich ein Aufstehen und Riesenapplaus.